und hier so rumzuschreien. Bitte schön. Ich hätte gerne bitte ihr beiden IDs. Danke, Danke. es sehr gerne, die Dunkelheit wissen schon, was sie. Halten Sie sich da raus. Aber. Gut, LAO-Status ist ausgerufen, zwei begleiten uns mit zum Gefängnis und Klärung des Sachverhalts. Unhöflich. Jetzt fahren Sie mal den Gang runter, Sie Fo Rot. folgen Sie uns bitte. Nett. Jetzt. Ist dann nichts Hellgriff, dass ihr auch passiert. mitkommt. Captain, Sie kommen jetzt mit uns Lieutenant, mit. kriege ich erst über diesen kompletten. Muss Lieutenant, der kriege ich Fahrzeug erst. eine Kann ich was bei Strafanzeige Ihnen machen? ist mit Trainingsmaßnahmen nicht als nötig, dass ich hier jetzt mitgehe? Sie Das kommen ist jetzt eigentlich erstmal keine mit. Suits-Sache, wenn Lieutenant, der würde ich, Sergeant, der angeschossen Lieutenant, wurde, würde ich sagt, erst über den okay. Kann kompletten man ja auch hier ein machen. Protokoll erhalten, sowie schriftlich komplett detailliert, was genau passiert ist, plus eine Unterschrift von Ihnen. Sie Dann können kommen. wir das Ganze machen. Ja, Wenn ich alles schriftlich bekomme. Sergeant, Sie waren ja schon mal auf einer RMC Ich möchte untersucht, alles ob das schriftlich. Trainingsmunition war, ne? Gut, Captain, Sie kommen jetzt bitte bei mit, sonst werden Sie festgenommen, ich kooperiere mit AO Officers. Ist mein. Lieutenant, Ist mir schlecht, gucken nicht? Sie mich. Lieutenant, gucken Sie mich an. Ist mein Kopf noch da Sergeant, oder Sie wurde gehen mir er jetzt aus dem weggeschubbelt? Blickfeld. Na, gucken, sehen Sie, mein Kopf ist noch da. Ich kann Sie sehen, Sie Sergeant, können zurück. mich sehen. Ich Sergeant, Sie sehen. gehen mir jetzt aus Sie dem sehen was Blickfeld. Hübsches, ich nicht. Dankeschön. Ich würde sagen, So, jetzt beruhigen Sie sich erstmal beide okay, gut. Parteien. Der Herr Also, Sergeant. Captains, machen wir jetzt so. Wir haben jetzt hier zwei Optionen. Ihr Sergeant kommt auf jeden Fall mit. Also, der wird von Ihrem Zimmer untersucht, ob Scharfmunition oder Trainingsmunition war. Und Sie Muss die beiden jetzt hier begleiten natürlich uns. immer so Und Sie beiden aufspielen. begleiten uns erstmal jetzt mit zum Gefängnis. Und zur Klärung Sachverhalt. Es ist passiert Lieutenant, nichts, wir klären nur ich Sachverhalte. will mich hier gar nicht einmischen, Commissioner. aber wäre das Trainingsmunition, würde der Sergeant sicherlich nicht mehr vor uns stehen. Also, das ist so mein Lieutenant, Gedanke, den ich Sie machen hier erst, dass es gerade keine mal Trainingsmunition mitbringe. gewesen wäre, ne? Okay, ja. Wir klären es jetzt. Lieutenant, Alles gut. Lieutenant, Wenn es keine Trainingsmunition gewesen mir wäre, wurde hören Sie es von zweimal mir. mit TM Kopf geschossen. Mein Kopf wäre dann nicht mehr da, wenn es keine TM wäre. Ist mein Kopf noch da? Ja, der ist da. Also Lieutenant, kann man davon das ist sicher gehen, dass wirklich es TM komplett war. unnötig gerade von Ihnen und Sie machen Heckmeck ohne einen bestimmten Grund. Ich habe meine Ich glaube, Sie wollen Soldaten einfach mal was zu gerade tun haben. diszipliniert und diese Disziplin fehlt Ihnen, Lieutenant. Im Endeffekt ist mir scheißegal, ob Sie Ihren Leo-Status ausgerufen haben oder nicht. Ich bin Leo diszipliniert. Sergeant Ich Alpha, den Chip Funk. kann mich dagegen aussprechen, ob es nötig ist oder nicht, dass ich jetzt Geht in lieber zum Handschellen auf Sportbereich, bilden die Sie einen neuen Station Pirate aus. Feste gebracht werde und Jede dass Bitte wird mein Ihnen helfen. Überprüft wird, auch Trainingsmunition, weil er wurde mit Trainingsmunition in den Kopf geschossen. Somit ist er nicht tot, Wie nun kann richtig? man das machen? Ist er tot? Sergeant, sind Erstmal, Sie ich muss tot? Ihre Aussage korrigieren. Los, Ich habe gehen Sie hin, gesagt, Sie checken kommen Sie nur mit Pulse. Gefängnis, Sir, so mit tot Handschellen als zum wie tot Gefängnis, wenn kann Sie ich jetzt nicht nicht sein. kooperativ sind. Wäre es nicht am besten, einfach einen Mediziner zu Ich werde holen, nicht der testet kooperativ es? sein. Private Wir machen das Death-Anzeige. jetzt. Wir klären das hier. Nein, das verstößt gegen unsere Vorschriften. Entweder Sie kommen jetzt mit oder nehmen Sie mit und sind festgenommen wegen nicht Kooperation mit LEOs. Ich darf das nicht vor Ort hier klären. Ich würde alles dafür tun, um den Muskel wieder zu erlangen, gegen meinen Kopf zu schlagen. Bei allem Wieso Respekt, ein? aber die SC, soweit ich weiß, darf sich doch nicht einmischen, solange keine Strafanzeige dementsprechend geschrieben wird. Wenn der Herr Dürfen wir. Sergeant, der Dürfen wir. Lieutenant, Corporal Verhalten festnehmen. seines Captains nicht anzeigt, wieso mischen Sie sich dann ein? Ich weiß nicht. Ich glaube, Lieutenant, Sie möchten einfach was zu tun haben, weil Sie Sie das sonst denn keine alles noch in Handschellen legen? Der andere Captain kommt Brauchen Sie hoffentlich auch Kleinigkeiten? mit und Sie müssen auch sehen Handschellen irgendwie legen. langweilig dran. Kleinigkeiten. Corporal. Captain, kommen Sie Kurze mit? Frage. Da brauchen Sie auch Die Handschellen. Person Sind in. Das ja jetzt hart die unnötig. Person pflichtig? Captain, Sehr müssen. unkooperativ. Können Ich Sie auf die entschuldige Person meine freizumachen, Fehler. sondern Major, hierher, bitte auf ihn entschuldigen Sie freizumachen? meine Fehler. Die Wollen Sie Personen werden jetzt festgenommen. festgenommen. Wir Wollen könnten ja nicht Sie lösen. auf die Person Hallo. freizumachen? Corporal, tun Sie den Captain erstmal ins Dürfen ihn Gefängnis. nicht Das ist mir festnehmen. zu viel Ja, dann Person sollen die hier. überhaupt ein So, wir Strafergebnis verlagern das jetzt hierhin ins aufmachen? Ich weiß Gefängnis, nicht, hier ist zu viel warum Person die hier. SCP Captain, kommen heil Sie will. auch, Ich kommen Sie nicht. freiwillig mit, wir brauchen Sie Handschellen. Ja, natürlich nicht. Ich weiß nicht, was die Captain. Leute. Der Fall ist Irgendwas doch bestimmt schon ein seit 10 Problem. Minuten Ich komme. geklärt. Gut, dann Aber haben, da kriegen Sie können auch Sie Handschellen, vielleicht sonst mal ist es auch einfach einschreiten. für festgenommen Nee, gegen Kooperation mit ich LEO. kann Ihnen das beantworten. Die möchten einfach mal haben, weil die sonst So, einfach das Zeit Wohlfeil geht mal hier vermorden. weg. Sag's Oh, den warum machen die Einzelnen. einfach jetzt sowas? Mein Gott, Sie hätten jetzt einen einfachen Weg haben können. Sie wären einfach mit uns mitgelaufen. Wir hätten ein bisschen was untersucht und da wäre es in Ordnung gewesen. Aber nein, Sie müssen nicht hier schaffen, Ja, machen wir nicht sind wieder Kooperation mit LEO angekommen im Officers. Gefängnis. Mein Gott, ich habe genug Chancen. Lass uns jetzt so ohne irgendeinen Strafverhältnis zu bekommen.
gäbe es auch keinen Ankläger. So. Okay. Gut, ich sie erstmal bei ihre Rechte. Sie haben das Recht zu schweigen. Sie haben das Recht, Zeugen zu beantragen, die ihre Unschuld beweisen können. Und sie haben das Recht auf den SD. Supervisor sollten sich unfair behandelt fühlen. Gut. Würde gerne einen neutralen SD-Supervisor anfordern. Ich weiß nicht, ob Sie erst. Sie haben kein Recht, einen anzufordern, nur die Gefangenen haben ein Recht, einen anzufordern. Sie haben kein Recht dazu. Nun, ich spreche hiermit für die Gefangenen. Sie können selber reden. Lieutenant, eine Frage. Ja. Ihr Corporal will mir die Frage ja nicht beantworten. Was wären die Fragen? Die beiden Captain und festgenommen, weil Trainingsmunition auf ihren Sergeant geschossen haben. Das konnten wir nicht feststellen, weil zu viele Leute umherum waren und die ganze Zeit diskutiert haben. Das werden wir jetzt gleich noch feststellen. Ja. Hätten die Wunde überprüfen können. Wenn es Trainingsmunition wäre dort keine Wunde gewesen. Melcher, wir überprüfen das noch, keine Sorge. Wir kümmern uns schon drum. Corporal, gucken Sie mal, dass der Sergeant Dunstimulant von Ihrem Zähler untersucht wird. Wir wissen, wer die Anklage gemacht hat. Ich. So. Also, die Herrschaften, die sind beide festgenommen. Richter zugleich, also, verstehe ich das richtig? Die Herrschaften? Das ist, Major, Sie verlassen uns bitte in die Strafhalle. Major, ich verweise Sie jetzt erstmal das Ort, ist hier, Sabina, mich in Strafhalle zu klären. Sie verlassen jetzt das Gelände, bitte. Trotzdem Major, habe ich jetzt eine Frage an Sie. Sie verlassen jetzt bitte das Gelände. Sie klären, ich nehme mich mal in Strafhalle zu klären. Sie verlassen bitte jetzt das Gelände. Wir tun die auf jetzt. Ja. Was meine Worten, Lieutenant? Captain? Okay, eine Frage, ja? Sie wollen mir sagen, dass die Richter... Ja. Ja, Captain, wie wär's, wenn Sie Ihre versammelte Mannschaft hier haben? Wir sind Ankläger und Richter, ja. So, gut, dann Major, angenehmen Tag noch. Verlassen Sie bitte erstmal das Gefängnis. So, gut, also. An die beiden Captains, ganz kurz, sind jetzt nicht festgenommen wegen den Schießen auf die Person. Sie sind festgenommen, nicht Kooperation mit LEO Officers. Die andere Starter können wir Ihnen nicht nachweisen. Die ist schon hier wahrscheinlich natürlich gefällt. Ihr habt jetzt ganz kurz was nachgeprüft. Wenn das stimmt, fällt das weg mit dem physischen Angriff. Das ist dann gar nicht vorhanden, das fällt weg. Es ging ja trotzdem beide eine Strafe wegen Nicht-Kooperation mit L-Officers. Ich habe mehrfach die Chance gegeben, mit zum Gefängnis zu kommen. Sie haben das nicht getan. Ist nicht Kooperation. Ganz simpel. Ja. Also diese Nicht-Kooperation, die ist ja daraufhin entstanden, dass sich die beiden Captains behandelt gefühlt haben. Beziehungsweise, wie Sie jetzt auch gerade sagen, grundlos beschuldigt worden, dass sie es ja nicht nachweisen könnten. Grunde haben die Captains ja nur das getan, was in der Situation ihr Recht war. Also wollen Sie jetzt die Captains dafür bestrafen, dass sie einen Fehler gemacht haben? Fehler haben wir nicht gemacht, es wird gerade noch nachgewiesen. Also wir konnten das vor Ort nicht nachweisen. Konnten das vor Ort nicht nachweisen, weil über 12 Leute auf uns eingeredet haben, was wir gerade für eine Sache machen. Das AMC kümmert sich gerade darum, um die Fakten zu prüfen, was jetzt mit Schaffmunition und mit Trainingsmunition war. Das war jetzt vor Ort nicht feststellbar, weil alle Leute auf uns eingeredet haben und eingeschrien haben. War zu unkompliziert? Weil ich habe jetzt eine andere Frage, warum stehen Sie eigentlich hier? Sind Sie die Ranghöchste aus Erz und darf ich Sie gar nicht mehr informieren über den Strafer? Und Major, ich habe Ihnen Platzweis aus dem Gefängnis gegeben. Sie verlassen bitte auch das Gefängnis. Ja, ich war Zeuge, ich wollte mir das hier nur mal an. Gut, dann nimmt der Sergeant Major gerne Ihre Zeugenaussage auf und dann dürfen Sie nachgehen. Perfekt, noch eine Sache. Ja, Major, kommen Sie gerne mit. Zugleich ist das überhaupt erlaubt? Das ist erlaubt, ja. Guten Tag, Sergeant, wie kann ich helfen? Ein Mediziner hat mir jetzt jeweils bestätigt, dass mein Kopf noch da ist und ich eindeutig noch lebe. Ist das ein Beweis genug? Das ist ein Beweis genug. Dementsprechend war es mit Betonsmunition, ja. Nicht mit normaler Munition abgeschossen wurde. Ja, sehen Sie, mein Kopf ist noch da. Also haben Sie keinen Grund, an meinen Captain festzunehmen. Außerdem habe ich keinen Strafall eröffnet. Also warum sollten Sie das dann jetzt machen? Im Strafall müssen Sie gar nicht öffnen dafür. Wir dürfen, wenn wir Straftaten sehen, dürfen wir das sofort nachgehen. Die Herrschaften wollen ja auch nicht festgenommen wegen. Ich bin so ein erbärmlicher. Soll ich jetzt noch Beleidigung sein oder was? Sie mich festnehmen, obwohl. Nein, ich sage, Sie sind erbärmlich. Das ist keine Beleidigung, das ist eine Feststellung. Dankeschön. Sie sind erbärmlich, weil Sie mich festnehmen. Dafür, dass ich mit Ihnen kooperiere, aber nicht
ins Gefängnis will und auch nicht muss, wenn ich sage, ich werde das klären, aber draußen und ich es nicht als nötig sehe. Wenn der LEO, ja. Eigentlich von ihren Kompetenzen komplett verloren. Also wenn der LEO, wenn Law Enforcement Officer ihnen das sagt, dass sie mitgehen sollen, gehen sie mit. Wenn sie das nicht machen, ist das nicht Kooperation mit LEOs. So, gut. Ich hab's einfach mich entschieden, den Straffall ins Gefängnis zu verlagern, weil da draußen über 12 Leute auf uns eingeredet haben und wir das 100% da draußen nicht hätten sachlich klären können, weil die ganz auf der 104. Seite Beleidigung geflogen sind und so ein Zeug. Wären nur um mehr Straffall ausgegangen und wir hätten das 100% draußen nicht klären können. So, gut. Weil es ja bestätigt wurde, dass der nur mit Betonungsmedizin angeschossen wurde. Okay, gut. Fällt das weg. Wegen der nicht kooperieren mit den LEO-Officers müsste ich den aufgrund des Militärstrafgesetzbuches eine Mindeststrafe von der schriftlichen Verwahrung eintragen, was ich bei ihnen beiden jetzt auch machen will. Dementsprechend bräuchte ich einmal bitte ihre IDs. Dankeschön. Die Wagenkiste.